Nachhaltig, energieeffizient und gesund. Für die Kinder im Haus der Familien in Menkhofen steht das an der Tagesordnung. Die Kinder erfahren hier schon sehr früh, wie man Lebensmittel haltbar macht, erntet und zubereitet und dabei bewusst Energie einspart. So bauen sie zum Beispiel einen Solarofen, in dem sie ohne Strom und zum Großteil aus recyceltem Material Müsliriegel backen. Na, die Sonne scheint auf das helle Papier und die Schwarze dort ist ganz warm machen. Und dann müssen wir eine ganze Woche warten und dann kann das warm werden und gebacken werden. Den Kleinen den sparsamen Umgang mit Energie zu vermitteln und ökologische Themen im Alltag zu platzieren. Für die Betreuer eine Herzensangelegenheit. Also in unserem Projekt geht es darum, dass die Kinder sich bewusst machen, dass man vieles an Umweltbelastung, gerade bei so primären Sachen wie Nahrungsmittel, gar nicht braucht. 35% vom ökologischen Fußabdruck hängt mit der Ernährung zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass den Kindern sehr einfach einleuchtet oder sehr schnell einleuchtet, dass es ein Blödsinn ist, Erdbeeren irgendwo aus Chile reinzuholen oder aus Marokko irgendwas einzufliegen. Man kann ja warten, bis bei uns wächst. Dabei erleben die Kinder den ganzen Prozess, vom Samen zur Pflanze, von den Äpfeln zu den Apfelchips. Und auch in der Sonne gilt bei den Kindern: Wir